Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem kleinen Meinungskritik-Video zu Sonic the Hedgehog 2. Ich komme gerade frisch aus dem Kino und das relativ spontan. Kollegen haben mich dann doch gefragt, ey, sollen wir auch in Sonic gehen? Gestern waren wir in Morbius, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Vielleicht habt ihr das schon abgecheckt. Wenn nicht, macht das gerne. Ich habe auch übrigens einen zweiten Kanal geöffnet, ja, wo ich ein bisschen mehr über Serien, Filme, vielleicht auch Anime, Manga, Comics und so weiter reden will. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber ein bisschen abseits von dem Hauptkanal Videos da machen. Checkt den einfach ab, Link in der Videobeschreibung. So, wie gesagt, relativ spontan. Obwohl ich den ersten Teil eigentlich ganz nice fand, ja, muss ich direkt vorweg sagen. Achso, bevor wir reingehen, lasst mir gerne Feedback da. Wenn ihr den Film gesehen habt, ballert mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den fandet, gerade auch im Vergleich zum ersten Teil. Und wenn ihr Eltern seid, die mit euren Kindern reingegangen seid, lasst mich das gerne mal wissen, wie der bei euch ankam, weil das ist mir heute sehr, sehr hart aufgefallen bei dem Kinobesuch. Da waren sehr viele Eltern mit ihren Kindern und so weiter, war richtig viel los. Und da hatte ich ein bisschen mal mehr drauf geachtet, wie die Kids drauf eingehen, weil das ist ja eher so die Ziel-Base, sag ich mal. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, ich fand den zweiten Teil leider um einiges schwächer als den ersten Teil. Der erste Teil war schön, locker, flockig, kam um die Ecke, man hat nicht so viel erwartet, gerade nach dem Chaos von dem Aussehen, wo man ja immer noch nicht so weiß, ob das extra war oder nicht, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, aber egal. Der erste Teil war nice, der war unterhaltsam, kann man auf jeden Fall machen. Und ich habe extra nochmal in meine Notizen geguckt, weil ich bewerte jeden Film für mich selber nochmal auf meiner eigenen Skala und der hat bei mir eine 7 von 10 bekommen. Das ist schon relativ viel. Dem zweiten würde ich kann es vorweg sagen, wahrscheinlich eine 5 nur geben. Ja, also kann man auch machen so, ja. Aber es ist leider für mich persönlich viel schwächer als der erste Teil. Der erste Teil, das hat wirklich so diese, ja, wie gesagt, diese Leichtigkeit gehabt. Und der zweite Teil, leider, alleine daran krankt es schon, der Film ist zu lang. Er ist zu lang, der geht 20, 25 Minuten länger als der erste Teil. Warum auch immer, ich sag's immer wieder, warum muss jeder Film gefühlt krampfhaft 2 Stunden gehen? Warum, warum? Und da komme ich wieder zum Anfang zurück. Familie mit ihren Kindern. Die erste Stunde, die Leute waren begeistert. Die Kids haben gerufen, ey, das Intro kommt nach den ganzen Trainern und so weiter. Kommt dann das Intro, wo man diese Ringe sieht und die Kids so, ja, jetzt kommt Sonic. Die waren richtig begeistert, die haben auch oft gelacht und so weiter, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Aber je länger der Film ging, die wurden immer ungeduldiger. Und es setzt die Frage, ist es jetzt wirklich bei jedem Film so? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe selber keine Kinder. Aber so hart habe ich das noch nie beobachtet, ja. Also nach einer Stunde, gefühlt ging dann schon das Finale los bis zum Ende, das hat auch gar nicht aufgehört. Die sind da rausgelaufen lieber, 5 Minuten später kamen die mit Essen und Trinken wieder, haben sich hingesetzt, saßen 5 Minuten kurz auf ihrem Sitz. Und nicht nur 5-, 6-Jährige, sondern so 10-, 12-Jährige oder sowas, ja, wo man denkt, ey, so mit 10, 12, wenn ich mich zurückerinnere, ich war da schon geduldiger bei so Filmen, ja, also ich hatte da schon genug Konzentration oder Bock auf die Filme, wenn sie mir gefallen haben. Ne, die sind immer wieder rausgegangen, wieder reingegangen und es hat sich immer mehr gehäuft, je länger der ging. Und da ist die Frage, ist der zu lang? Ich würde sagen, ja, warum, warum? Naja, egal. Worum geht's, Freunde? Ihr habt ja den ersten Teil gesehen. Wir haben Sonic jetzt, der denkt, er ist der Held, der hat die Welt gerettet. Und man sieht direkt am Anfang, dass er versucht, den Leuten zu retten, aber die Leute zu retten und ein Held zu sein für die Leute, aber ein bisschen Scheiße baut. Ja, da geht wirklich eine komplette Straßenabteilung geht zu Bruch, weil er da versucht, so einen Raubüberfall zu verhindern und baut da eher Scheiß. Kriegt den Anschiss so ein bisschen von Tom, ja, der ja, dieser Mensch ist, der sein Ziehvater, Bruder, Kumpel ist. Und diese Beziehung zwischen beiden, die fand ich eigentlich ganz nice im ersten Teil. Die haben so zusammengearbeitet, Mensch und Sonic, so, ja. Das ist gefühlt gar nicht vorhanden. Das ist gefühlt gar nicht vorhanden. Die haben vielleicht 10 Minuten Screentime zusammengefühlt, so, ja, ein bisschen übertrieben, aber die sind sehr, sehr selten zu sehen gemeinsam, was ich sehr schade fand, weil ich fand die Beziehung zwischen den beiden eigentlich ganz gut. Und es passiert natürlich, dass Dr. Robotnik von Jim Carrey gespielt, der wieder wirklich seine Show da abzieht. Da kam schon ein bisschen Ace Ventura, Maske-Vibes, auch leider Gottes Riddler-Vibes hoch. Aber ey, zu Dr. Robotnik passt es besser, seine Abgedrehtheit. Der hat da wirklich auf jeden Fall gut abgeliefert. Und der befreit sich natürlich aus dieser Pilzdimension, ja, war ja abzusehen, sieht man ja auch schon in den Trailern. Und will sich natürlich rächen. Und hat dann als Handlanger quasi Knuckles dabei. Wie die zusammenkommen und so weiter, werdet ihr dann im Film sehen, das soll ich jetzt nicht spoilern. Und auch da natürlich kann man genauso wie bei Morbius sagen, ja, Freunde, ihr wisst ja selber, ihr habt ja schon ein bisschen Filmerfahrung. Ihr könnt euch sicherlich denken, wie die Story vorangeht, was passiert. Aber das ist auch nicht so der Punkt. Kann man das dem anlassen? Finde ich nicht so wirklich. Es ist anders als bei Morbius, weil da kann man sich auf jeden Fall viel, viel mehr überlegen als bei so einem kinderorientierten Film mit einem Hintergrund von einem Spiel, was jetzt auch nie so die krasse Story hatte. Der natürlich gewinnt der Gute und der Böse kriegt auf die Nase und alle sind cool miteinander und so. Das ist ja klar, dass das passiert. Also das würde ich jetzt nicht dem anlassen unbedingt, sondern es geht ja eher so um die Gags und um den Spaß und die Action und so weiter. Und es ist auch viel vorhanden,
aber wie gesagt, zu lang. Er fühlt sich so lang an, ja. Also gerade am Anfang, nachdem er den Chassis gebaut hat, da kriegt er so ein bisschen Anschluss von Tom und so weiter. Aber er lässt ihn dann alleine mit dem kleinen Hund. Er ist wirklich der Beste. Oddy ist der Beste. Der Hund, der kleine Golden Retriever, ist so schön, ey. Und Sonic darf dann alleine ein paar Tage zu Hause bleiben, weil Tom und seine Frau dann auf so eine Hochzeit gehen, ja. Die dann plötzlich auch so random aus dem Nichts kommt. Und baut natürlich dann, oder denkt halt, ja, so, wenn du so ein bisschen kindlich bist, alleine das erste Mal zu Hause, brauchst du natürlich Scheiße. Skatest so ein bisschen durch das ganze Haus und machst ein bisschen Chaos, machst eine Schaumparty mit dem Hund, versaust ihm die Haare, frisst natürlich wie ein Schwein, ballerst die ganzen Süßigkeiten durch die Gegend und so weiter. Also wirklich so, ja, coole Szenen, lustig. Und wie gesagt, der Anfang fand ihn eigentlich ganz gut. Aber je länger, wie gesagt, die Länge der Film geht, desto öfter habe ich auf die Uhr geguckt und denke mir so, geht denn das jetzt so in denn? Was wollt ihr mir denn erzählen? Vor allem, als es denn dazu gekommen ist, dass Tails dazu kommt, dachte ich mir, okay, ja, cool, da wird man bestimmt ein bisschen mehr draus machen, aber irgendwie dümpelt es sich so vor sich hin. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist schwer zu beschreiben, ey. Ja, also wie gesagt, einige Lacher hat es im Kino hervorgebracht, gerade wenn Tails das erste Mal fliegt mit seinem Helikopter-Schwanz, weil dann heißt es, ey, hast du jetzt einen Polikopter? Also wegen Helikopter, Polikopter, die haben sich weggeschmissen, die Kids, ah, die Junge, haben gelacht, das ist ja unfassbar gewesen, war schon echt süß. Ja, aber, ach, ich weiß nicht. Ich würde, also ganz ehrlich, ich würde sagen, lohnt sich nicht im Kino. Lohnt sich nicht unbedingt im Kino, es sei denn, ihr habt Kids, die werden bestimmt dann Spaß haben. Aber, ey, schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, falls ihr den Film gesehen habt. Der eine oder andere hat bestimmt den von euch schon gesehen. Ich fand ihn zu lang, weil er ist schon irgendwie gut, aber für die Länge halt, gibt es so viel Leerlauf. Weil, wie gesagt, auch diese angesprochene Hochzeit, die dann so wirklich so random ist, auch nicht so wirklich was mit der Story zu tun hat, aber auch gleichzeitig nicht wirklich was mit Sonic zu tun hat. Das ist irgendwie so abseits von ihm. Und wie gesagt, auch die Beziehung zwischen Tom und Sonic, die ist gar nicht so richtig vorhanden. Er ist ja eher alleine unterwegs oder dann mit Tails und Knuckles kommt natürlich noch dazu und so. Und dann, als das Ende beginnt, also der finale Kampf mit Dr. Robotnik, der dann so einen riesigen Roboter ruft, der aussieht wirklich 1:1 gefühlt wie der Hulkbuster aus Avengers 2. Ich dachte mir, okay, jetzt geht's ins Finale, ja. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, wie lang der Film ist und so weiter. Auch nicht vorher so ausgerechnet, wann müsste der ungefähr zu Ende sein von der Uhrzeit. Der holt den Roboter raus und ich denke mir, okay, jetzt beginnt die letzte Schlacht. Alle gehen da drauf. Das hat sich gezogen wie sonst was. Das hat gar nicht mehr aufgehört. Die ballern sich durch die Gegend. Er schießt nochmal mit einem Laser von den Robotern. Das hört gar nicht mehr auf. Und wie gesagt, die Kids dann rein, raus aus dem Kino, rein, raus. Das hat die gar nicht mehr interessiert. Es war einfach zu lang. Es war wirklich einfach zu lang. Wäre der Film 20, 25 Minuten kürzer und man hätte so ein bisschen die Leerlauf-Sachen rausgeschnitten. Wie gesagt, die Hochzeit musste nicht unbedingt sein, obwohl es da auch ein, zwei lustige Szenen schon gab, so, ja. Und vielleicht ein bisschen mehr Interaktion mit dem Tom und Sonic, das wäre eigentlich ganz cool. Dann wäre der auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Aber irgendwie so, wie gesagt, durch die Länge. Ich glaube, durch die Länge, das hat sich gezogen. Und ich bin nicht der Einzige. Also, wie gesagt, die Kollegen, mit denen ich im Kino war, die fanden den ersten Teil auch alle gut, ja. Wir fanden den wirklich alle gut. Aber der zweite stinkt auf jeden Fall ab. Weil, wie gesagt, ich glaube, das liegt in erster Linie wirklich an der Länge, ja. Weil wenn er 20, 25 Minuten kürzer ist, dann merkst du halt nicht diesen Leerlauf. Dann hast du mehr Gaggewitter und Action und so weiter. Ja, keine Ahnung, irgendwie leider enttäuschend. Ne? Leider enttäuschend. Aber wenn der erfolgreich ist, wird natürlich auch ein dritter Teil geplant. Kann man ja sich denken, wie gesagt, heutzutage kann man sich ja alles denken, was da so kommen wird vielleicht. Werdet ihr denn sehen in der Post-Credit-Scene. Ja, das war meine Meinung dazu. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den gesehen habt. Und vor allem, wie gesagt, wenn ihr mit euren Kids im Kino wart, was die dazu sagen. Vor allem auch im Vergleich zum ersten Teil. Wie gesagt, der war so ein bisschen lockerer, leichter zu genießen, weil, wie gesagt, einfach viel kürzer. Und das, ich glaube, das ist ein riesiger Punkt bei mir. Bei mir zumindest. Und ich habe so zumindest eingeschätzt, auch bei den Kids, die da im Kino waren. Und bei meiner Begleitung, bei meinen Kumpels auch. Also die haben auch gesagt, Alter, reicht doch jetzt langsam mit dem Finale, weißt du? Naja, egal. Ja, schade, aber dritter Teil wird bestimmt kommen, wenn er erfolgreich ist. Und dann haben sie nochmal die Chance. Ja, also Katastrophe ist es nicht, aber wäre mehr drin gewesen, sagen wir mal so. Egal, das war's. Danke fürs Zuhören und haut rein.